Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind heute im Kaufland und heute gibt es wieder einen super tollen Einkaufsvlog. Schaltet mir, bleibt dran. Die Handbewegung. So, wir gehen jetzt einkaufen, Leute. Es gibt einen Einkaufsvlog. Du bist heute ein bisschen aufgedreht und neben der Spur. Was willst du? Guck mal, hier steht ein Wagen. Wollen wir den einfach nehmen? Ist der vom Kaufland? Nein, der ist angeschlossen. Scheiße. Egal. Mit deiner Halbmaske, Alter. Du bist so bescheuert. Wie du da rauf passt, deine Füße. Notch, du bist am Ende. Und dann surfst du noch nebenbei mit deinem Handy. Du bist so am Ende, Vibe. Notchi, lass uns mal gucken, vielleicht finden wir hier noch so Lebkuchen und so ein Weihnachtsnaschzeug. Hallo? Ja? Los, was machst du denn? Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind heute im Kaufland und heute gibt es wieder einen super tollen Einkaufsvlog. Schaltet mir, bleibt dran. Die Handbewegung. Sidi, ich feiere dein Outfit heute so sehr. Es sieht so bequem aus. Immer wenn sie richtig bequeme, mollige Sachen anhat, benimmt sie sich genau ja. So. Leute, ich habe gerade so ein süßes Mädchen im Kaufland gesehen. Bitte guckt sie mal unauffällig an. Krass hübsch. Du bist so bescheuert. Ich dachte, du meinst wirklich die da vorne. Na guck. Hier. Mann, du bist so bescheuert. Du bist... Mann, schlag doch mal Soße mit mir. Was willst du? Ich will Soße mit Manzilli. Du bist so krank. Immer wenn er cremefarbene Sachen anhat, ist er aggressiv. Klaus, mein Spruch. Übrigens habe ich dafür gesorgt, dass er diese schöne Hemdjacke hat. Das musste wieder sein. Die wollte er nämlich eigentlich nicht. Ja, genau, hast du dich hier gemacht. Super, super. Na, bist du wieder cool, ja? Cool. Was willst du? Hilf mir mal bitte. Was willst du? Miracoli. Miracoli gibt's nicht. Die Originalen. Die sind oben bei den Nudeln und so, nicht hier, ja. Leute, wir kommen nicht voran. Ich schwöre, wir sind seit 20 Minuten hier und wir sind immer noch in derselben Reihe. Wahnsinn, los jetzt. Guck mal, wie leer noch. So, wir brauchen Saftorangen. Für den frisch gepressten Orangensaft. Die gibt's aber keine. Wir könnten die nehmen. Aber ist kein Muss. Also cool wären schon solche natürlich. Boah, da hast du direkt aus einer Orange ein ganzes Glas. Klar. Aber ich finde das hier sehr unappetitlich. Gott, die gehen doch auch klar hier. Was ist denn das für eine kranke Öffnung? Warum ist denn das so? Oder wir nehmen einfach die ganz normalen. Was ist mit denen hier? Was ist der Unterschied? Die sind doch ein bisschen größer als die. Okay. Ja, dann die. Reicht deine? Ja. Hast du gut gemacht, Mausi? Hast du Orangen gefunden? Hab ich. So, ihr Lieben, wisst ihr, welche Tomaten wir immer holen? Nicht die hier. Die gehen auch manchmal klar, aber die kleinen hier, die nicht direkt richtig rund sind, die so leicht ovalmäßig sind, die sind richtig krass. Notch, was holst du? Paprika? Ja. Warum nur die Farben? Weil nur die schmecken. Cool, Notch. My wife makes the best Ingwer Tea. Ja, Mann, die macht wirklich die richtige Mixtur mit Zitrone, Ingwer und Honig natürlich. Was genau das Richtige. Müssen wir die wiegen? Bestimmt. Hier muss man alles. Richtig. So, mein selbst ist die Frau. Aber tut. Mal kicken hier. Wo haben wir denn Ingwer? Was ist denn Ingwer überhaupt? Ist das ein Gemüse oder ist das ein Obst? Weiß ich gar nicht.
Scheiße. Was hast du gerade gesagt? Bleib mal stehen, du Hund. Komm mal her. Was hast du gerade gesagt? 1:1 O-Ton? Ja. Boah, das schmeckt bestimmt richtig krass. Das machst du nie. Das mache ich nie, genau. Ja, du Haufen. Was denkst du denn, warum du so fett bist, wie du bist, weil du nichts zu essen bekommst? Hä, Specki? Ich ärgere Lou immer, dass er fett geworden ist. Leider nimmt er aber nicht zu, Alter, warum auch immer. Haha. Nochi? Das ist genau dein Leben, ne? Kuchen. Später Kaffeekuchen, was hältst du da? Später Kaffeekuchen ist 21 Uhr, du Dreck. Sowas macht man um 14, 15 Uhr. Tja, Leute, das ist das Leben der YouTuber. Kaffeekuchen. Vor allem, es ist 21 Uhr. Bis wir zu Hause sind, ist es 10. Das heißt, gegen 23 Uhr macht Luke Kaffee und Kuchen. Ja, du bist echt dreist. Wahnsinn. Notch, guck mal, Vanillekipferl. Nee, wir machen unsere richtigen. Nicht diese Billigscheiße. Wir holen die richtigen Zutaten und machen unsere eigenen wieder. Notchi, warum guckst du immer stur in eine Richtung, wenn du das machst? Weil nur dann kommt der Tanz gut. Wenn du so machst, ist es nicht cool. Aber jetzt wird's cool. Merkst du? Zeig mal deine Haare kurz. Die sehen richtig schön aus heute. Ich mein's ernst, dreh dich mal kurz um. Ich hab doch immer einen Zopf. Wow. Sehr nice. Kennt ihr die Frauen, die Zöpfe tragen und extra so laufen? Ja, Mann, die sehen wir richtig oft. Richtig oft. Lou und seine Cornflakes, Alter. Super lecker. Cindy, welche wollen wir mitnehmen? Sag du. Heute darfst du. Heute darf ich. Dann nehmen wir die Crunchy Nuts mit. Hier immer. Und den kannst du aussuchen. Du sollst eine Sorte aussuchen, Nochi. Los. Los. Ich will keine. Doch, klar. Ich bin überhaupt nicht motiviert. Warum denn? Ich habe Durst und Kopfschmerzen. Dann komm. Ich muss irgendwas hier aufmachen. Wir sollen dir was zum Trinken. Reicht nicht einmal oder willst du diese Cookies mitnehmen? Ja, aber das ist so eine riesen. Na guck, da ist doch eine kleine. Wo denn? Das hier ist doch die kleine Packung, oder? Nein, die ist doch auch 625 Gramm. Ach so. Oha. Ja, hier. Küçük. Ah. Onlar küçük. Çok güzel yaptın aşkım. Aferin sana. Gel gel. Küçüğü buldun. Bravo, bravo sana, bravo. So, wir brauchen Backsachen für Vanillekipferl. Na dann, leg los, Nochi, ich vertraue dir da. Wir brauchen geriebene. Mann, wo sind denn geriebene Haselnüsse? Ach, hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange du brauchst, um alles zu finden, Nochi. Hallo, ich mach daraus bestimmt keinen Wettbewerb. Sollst du ja nicht. Ich bin. Lass mich jetzt von dir hier unter Druck setzen. Ich bin nur gespannt. Die nehmen wir. Ja. Dann brauchen wir Vanillezucker. Wie sie sich jetzt extra Zeit lässt, um zu zeigen, dass sie eigentlich lange braucht. Oh mein Gott, du bist so krank. Du denkst wirklich, dass mich das juckt, was du gerade gesagt hast. Ah, du bist geschwunden. Jetzt kommst du auf unseren YouTube-Vlog. Oh nein! Hör doch aus! Ich hab dich auf Kamera! Nein, ich warte, das hatten wir drauf. Ist dir egal, dann musst du drauf. Ich lasse drin. So, Leute. Irgendwie ist das ein übertrieben sinnloser Einkauf. Wir haben ein bisschen Brot, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse hier drunter. Und dann haben wir Zutaten für Vanillekipferl, wenn meine Nase läuft, weil ich die ganze Zeit so lachen muss. Ich habe mir auch so eine Sachen für zwischendurch geholt. Dann haben wir Zutaten für Vanillekipferl, Kaffee, Cornflakes. City, was ist das für ein Einkauf? Ja, aber wir kommen ja noch an die Hauptquelle gleich. Ach ja, da waren wir schon. Nein, da hinten.
Hoffentlich. Brauchen wir hier links? Kartoffelpüree, ja. Welchen? Ja. Hast du gut gemacht, Mausi. So, Nachi. Kommen die dann um unser Baum rum? Notch? Was ist das? Eine Kugel. Soll das Schnee sein? Fake ass motherfucker. Das ist kein echter Notch, fucking guck Schnee. Mal. Zeig mal. Donuts und Muffins. Na, die habe ich dir doch gerade eben gezeigt. Wie süß ist das? Leute, denn? Wisst ihr, wie oft das passiert? Ich zeig ihr was. So nach ungefähr 5 Minuten findet sie es und tut so, als ob sie es gefunden hätte. Du bist so eine Ratte, Alter. Dein sturer Blick. Cool, Notch, lass die mal mitnehmen. Guck mal, das ist genau dieses Champagner-Gold. Zeig mal. Damit die Leute mal wissen, was wir meinen. Das Gold ist das, was wir wollen. Aha. Das ist das, was wir nicht wollen. Ja, Mann, dieses Pissgelb. Genau. Wir wollen das und Lou hat richtig schöne silberne... Eiszapfen. So wie Eiszapfen gefunden, die kommen auch an Baum. Cool, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch Deko finden. Was ist denn auf der... Oh, kuschelig, flauschig. Passt zu deinem Outfit. Los, komm beide. Für Lennox und Rolex. Lou hat noch so eine Flügel hier gefunden, richtig cool. Mausi, finde etwas, was ich trinken kann. Ich verdurste, Mausi. Bist du Nesquik? Nee, ich hab Durst. Nesquik, Klebemaul, Alter. Leute, ich hasse diese Getränke wie Kaffee, Kakao, alles, was den Mund so verklebt macht. Also ich sag das immer. Lou fand es am Anfang richtig behindert, dann hat er es verstanden, was ich meine. Ja. Jetzt sagt er auch immer Klebemaul. Und so eine Sachen zum Beispiel wie Ginger Ale, die erfrischen den Mund. Aber so Kakaosachen verklebt einfach. Wir machen einen Scheißmaul. Guckt mal, was wieder da ist. Aber wir haben alle Leute, weggekauft. Die hier schmecken 1000-mal besser. Wenn ihr welche kauft, nehmt die von Ermann. Die vom großen Bauern nehmen wir immer nur, wenn es Ermann nicht mehr gibt. Guck mal, er hat einfach alle genommen, diese kleine Ratte, Alter. Schäm dich. Guck mal. Da sind alle Kipferl weg. Aber wie schon gesagt, wenn ihr die Wahl habt, nehmt die von Ermann. Ist da hier auch ein Datum? Das hier ist für unsere Hunde. Die lieben Hackfleisch und natürlich kriegen sie reines Rind. Lecker. Die lieben es, wenn wir das braten. So langsam wird's. Wir haben auch 2-mal Kappi-Pizza geholt. Leute, wir wollten die nie probieren, weil wir dachten, die kann nicht schmecken. Jetzt haben wir sie vor 2 Tagen das erste Mal geholt und sie schmeckt wirklich. Nicht, weil es Kappi ist, bei Gott, sie schmeckt. Notchi, wir haben noch 5 Minuten. Wir brauchen noch Getränke von unten. Bitte komm. Hast du 2 geholt? Ja. Immer auf den letzten Drücker. Unsere Vlogs enden immer gleich. Merkst du das eigentlich? So, ihr Lieben, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Silly, welche sollen wir von den beiden hier mitnehmen? Sind das nicht Windeln? Nein, das sind Feuchttücher. Ich weiß aber nicht, welche wir nehmen sollen. Wir nehmen jetzt Feuchttücher. Wir nehmen beide. Dann trinken und dann hauen wir rein. No! Es wäre so lustig, wenn er losfahren würde. Wir haben noch 3 Minuten für Getränke. Oh, da ist jemand ganz, ganz sauer, Leute. Ja, genau. Süßigkeiten. Ah! Süßes. Boah, wo man hinguckt. Alles nur Weihnachtssüßes, lecker. No, schnell hier weg. Boah. Boah, das sieht aber lecker aus. Ja, dann nimm sie mit, Fetti Fett. Komm, ich sag, guck mal, 10 Euro. We need trinken. Trinken. Es ist 22 Uhr. Vielen Dank.
So Leute, die haben 10-mal über Lautsprecher gesagt, dass wir uns verpissen sollen. Also machen wir das auch. Aber ganz gechillt und nicht auf Hektik. Hallo, nicht auf Hektik. Sülü. Was denn? Nicht auf Hektik. Wir sind Promis, lass dir Zeit. Scheiße. So, ihr Mäuse, wir sind jetzt endlich zu Hause, haben die Einkäufe eingeräumt und wie immer machen wir jetzt wieder dasselbe Spiel. Ihr ratet, wie teuer unser Einkauf war. Und ich bin gespannt in den Kommentaren, wie viele von euch das richtig geraten haben. Also das ist der Beleg, er ist ziemlich lang. Hier drunter steht, was es gekostet hat. Und ich bin gespannt, wie viele von euch das wussten. Tada! Ich glaube, sonst sind wir schlimmer. Dieser Einkauf, haben wir jetzt zu Hause gemerkt, war ein bisschen sinnlos. Wir waren echt unter Stress und haben die Hälfte vergessen. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal los. Aber erstmal danke fürs Einschalten und... Wir haben euch lieb, ihr Mäuse.